Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Ich weiß nicht, ob ich heute so Lust darauf habe, denn ja, es ist der zweite Band von der Agonischen Maid. Zu gestern. Erstens, ich habe ja mal gefragt, ob Agonia tatsächlich einen Schwanz haben, also im nicht sexuellen Sinne, und ich habe das mal nachgeguckt. Und ja, haben die. Das heißt, da kann ich dem Spiel nochmal ein Auge zudrücken. Ist ja immer ganz gut. Und zum anderen, ich weiß ja nicht, ob ihr seit gestern denkt, dass ich auf sowas nicht stehe, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich möchte, dass mal jeder von euch, auch wenn ich es nicht sehen kann, ja, auch wenn ich es nicht sehen kann, die Hand hochhebt an die Leute, die Agonia geil finden. Da bin ich mal gespannt, wie viele das sind. Wahrscheinlich nicht viele. Weil ich glaube nicht, dass irgendwelche Leute auf übermenschlich große Echsen stehen. Nee, das glaube ich nicht. Okay. So, Leute, zweiter Band. Ich bin gespannt. Ich will gar nicht wissen, was das jetzt für ein Setting ist. Die Tralle Agonische Maid Band 2 vom Crassius Curio. Alles klar. Aha, es sind immer wieder dieselben beiden. Ach du Scheiße. Okay. Wie kriege ich das hin? Akt 7, Szene 2, Fortsetzung. Meine Güte, das ist aber ein dicker Leib. Wie soll der denn in meinen Ofen passen? Dieser Leib ist noch nicht bereit zum Backen, meine Süße. Er muss erst noch aufgehen. Wenn wir dem bloß irgendwie nachhelfen könnten, wie könnte ich das wohl anstellen? Oh, meine törichte kleine agonische Maid, ihr müsst eure Hände benutzen. Soll ich den Leib kneten? Hier? Natürlich. Aber was ist, wenn die Herrin mich erwischt? Euer Leib war doch dafür bestimmt, ihren Hunger zu befriedigen. Keine Sorge, mein zartes Blümchen. Ich werde die Bedürfnisse der Herrin später befriedigen. Also gut, aber mein Ofen ist leider nicht heiß genug. Es könnte Stunden dauern. Ich habe jede Menge Zeit, meine Süße. Jede Menge Zeit. Okay, also... Moment mal, im letzten Part war es der Speer und in diesem Part ist es ein Leib. Jetzt mal... Nee. Ihr, entscheidet euch bitte. Oder sind die jetzt auf einmal in der Küche? Nee. Nee, Leute, nee. Ich bin froh, dass es davon nur zwei Bänder gibt. Hoffe ich mal. Also, da standen nur zwei Bänder. Hoffe ich mal. Das heißt, im nächsten Part kommt was Neues. Und da bin ich froh drüber. Ah, Leute, nee. Wir sehen uns. Verdaut das jetzt erstmal und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch wieder einschalten würdet, auch wenn es dann um keine Porno-Inhalte geht, aber das ist ja hoffentlich dann nicht das Problem. Und ja, ich sage bis dahin. Tschüss.